Zum grauen Markt kommen wir ja eh noch ein bisschen häufiger. The Pirates Ravine. According to the old maps, this path led directly into the Sentinels' territory, the only way through the defenses. Lured by the legendary treasures of the Sentinels, many nomads had tried in the past to penetrate this point. But none of them had ever returned. Der und Bruder da ist. Da muss weg. Achso, okay, ja, dann machen wir hier erstmal ein bisschen weiter. Wollte nur erstmal Bescheid sagen. Piraten-Luballons. Haben die auch ein paar Flugzeuge? Nee, ein paar Flugzeuge kommen hier noch, aber... So, dann sind sie hier schon ein bisschen besser aufgehängt. So. Steht hier noch irgendwas rum, was gefährlich ist? In der man die meisten Navigationspunkte kriegt. Ich glaube insgesamt, ich weiß nicht mehr, 11, 12 oder 13 waren es. Ja, die wirst du auch alle benötigen, oder? Naja, es ist halt, weil man hier die ganze Zeit durch die enge Schlucht durchnavigieren muss und man ständig ein bisschen die Richtung wechseln muss. Navigationspunkte hat man aber alle von Anfang an zur Verfügung. Kann man Navigationspunkte irgendwie regenerieren? Ja, man kann halt Navigationspunkte kriegt man an mancher Stelle halt, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt hat, aber im Prinzip benötigt man die nur, um von A nach B zu kommen. Thank you.
kostet das Energie? Das Reparieren kostet Energie, ja. Aber dafür habe ich eben dieses Kraftwerk. Das Ding ist noch vollständig. Das Ding hat auch noch nichts abbekommen. Aber meine Kanone hat ein bisschen was abbekommen, das habe ich gesehen. Schaden zu kriegen durch irgendwas. Ah, da kommen Flugzeuge. Oder sind das Geier? Flugzeuge kommen jetzt sowieso, die kündigen sich immer schon richtig Sieg an. Achso, ich muss ja nicht hören.
Punkte sind immer fest, also du fliegst beim jeden Durchspiel nur denselben Punkt. Die Flugpunkte sind immer vorgegeben. Überfall, wenn ich mich recht erinnere, das ist diese relativ offene Stelle hier. Da kommt, glaube ich, noch ein Flugzeugüberfall. Navigationspunkt 9. Fahren die eigentlich die ganze Zeit? Versuchen die alle deinen Geschützturm platt zu machen oder gehen die doch gezielt auf deinen Leuchtturm? Die gehen auf das, was sie gerade lustig finden. Das, was sie gerade irgendwie im Ziel haben, das ist für mich haben und nehmen sie meinen Leuchtturm ins Visier. Der hält zwar ein bisschen was aus, aber jetzt auch nicht so viel.
letzte Degradierer, die noch die Bombe aussehen.